Oh! Geile fucking Scheiße, Mann! Jetzt muss Haubner, glaube ich, nur riffen und ich flieg weg! Ja, was ist da los, ey, Leute? Hier ist wieder der Benny und der Haubner von D-Buddies zocken. Leute, wir zeigen euch heute extra etwas extrem Geiles, wie ihr über die Map fliegen könnt, beziehungsweise ganz nach oben zu der Todesbarriere. Das ist ja eigentlich unmöglich, aber einen Trick mit dem Baller. Haubner hat schon einen und wir werden euch das jetzt direkt demonstrieren. Es gibt auch noch einen zweiten, den wir euch zeigen wollen, wo ihr richtig krass über die Map geschossen werdet. Dafür benötigen wir aber ein Rift. Ich hoffe mal, wir haben irgendwo Luck und finden eines. Das wäre auf jeden Fall sehr geil, aber wir zeigen euch jetzt auf jeden Fall dann mal die einfache Variante, wo ihr nur einen Baller braucht und diese fliegenden Drohnenplattformen, Luftschiffe, genau. Deshalb fahren wir jetzt direkt zum ersten hin und wir werden natürlich auch ein bisschen rasieren, Leute, aber jetzt müssen wir mal wieder einen geilen Scheiß machen, ihr wisst Bescheid. So, der Trick funktioniert ganz einfach. Ihr müsst da reingehen, wo Haubner schon drin ist, dann müsst ihr auf den Boden grappeln und warten, bis der Grappler so richtig, ja, los ist. Ja, seht ihr, genau so. Und jetzt kann das teilweise passieren. Wir müssen ein paar Mal testen. Funktioniert es bei mir schon? Oh ja. Bei mir funktioniert es. Bei mir auch. Ich fliege jetzt gar nicht mehr. Ich höre nichts mehr. Es tut mir so leid. Es ist so fucking laut. Ja, Mann. Haubner, ich hab's ihm noch nicht gesagt. Du musst aufpassen, wenn das anfängt, so links und rechts zu schwingen. Ganz, ganz stark. Dann kann es passieren, dass du stirbst. Also rechtzeitig loslassen. Okay, ich höre einfach absolut gar nichts. Oh Mann. So Leute, ihr seht schon, wie hoch wir über der Map sind. Es ist absolut krank. Ich hoffe, Haubner kommt auch hoch. Ich sehe den noch da unten. Ja, ich bin oben, aber du zeigst, du bist bei mir unten eigentlich angezeigt. Achso, dann pack das auf jeden Fall rum. So Leute, ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich die Todesbarriere nicht übersehe. Ich glaube, ich steig mal aus. Nein, ohne Klettering Deploy bin ich einfach griff. Echt? Steig mal aus? Ich steig lieber aus, Leute! Und wir sind auf einmal unten, dein Ernst? Ja, bei dir hat's rumgepackt, ich hab's euch gesagt, ich flieg gerade runter, guck mal nach oben. Ah ja, ich seh dich, hä? Digga, was? Was? Digga, du wurdest bei mir unten angezeigt, what the fuck? Ja, ich keine Ahnung. Okay, ich versuch's nochmal so. Hey, ist das mein Kugler, der da drinnen rumfliegt? Ja, da fliegen die... Hä? Warte, wo ist deiner? Warum ist dein Kugler sollte doch oben sein, oder nicht? Ja, du warst doch in dem anderen Luftstrom ja, hier drinnen. Ja, ich habe meinen Baller wieder. Hä? Ich bin oben ausgestiegen. Warte, ich möchte unbedingt Glider Replay. Ich suche das jetzt kurz mal. Okay, und ich versuche es nochmal. Ich denke, ich muss ja auch oben aussteigen eigentlich. What the fuck? Man hat es auf jeden Fall gesehen. Haubner war ganz oben. Das will ich jetzt auch nochmal haben. Also, nochmal hoch. Zumindest, ey, Digga, der Sound ist bei mir nicht mehr verpackt. Also, das ist schon mal ein Segen. Das ist mal angenehm, ich muss nicht mehr rumschreien. Oh Mann. So. Wie weit warst du oben? Richtig weit. Okay, bin ich jetzt bei dir oben oder unten? Bist bei mir unten. Aber es packt bei dir rum, also ich glaube es funktioniert. Okay, wir testen es gleich nochmal. So Leute, ich bin wieder oben, ich steige jetzt nochmal aus. Willst du mich verarschen eigentlich, Mann? Probier's mal bei dem Luftstrom, wo ich drin war. Ja, ich gehe mal zum anderen rüber. Dein Ball hast du denn mitgenommen? Okay Leute, Buggy ist wieder am Start. Mal gucken, ich hoffe jetzt klappt es. So, ich steig nochmal aus, okay? Ja. Let's go! Okay, ich war auf jeden Fall höher oben, diesmal aber nicht ganz oben. Okay. War definitiv weit oben. Ja, ich war definitiv weit oben. Ich war so weit oben vorhin. Ich hab's auch gesehen. Auf jeden Fall ein richtig komischer Bug, Leute. Ihr seht's ja selbst, das ist ein bisschen sehr, sehr komisch, aber funktioniert. So, ich teste jetzt noch einmal und sonst suchen wir dann einen Rift, Leute, und dann zeigen wir euch den anderen, noch krasseren Trick. Okay, Leute, bin auf jeden Fall schon mal über der Zone. läuft. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal aussteigen sollte oder nicht. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht direkt. Ich will noch ein bisschen warten, Leute. Oh Gott, ihr seht den Anblick hier. Ich wollte gerade sagen, ich steige jetzt lieber aus. Deine Marke ist 1 Kilometer über der Erde. Oh Mann, Digga, was hast du für Loot gefunden? Zweimal Chuck, was ist da los? Ja, Mann! Warte, ich probier's jetzt auch nochmal. Ja, Mann. Der Baller kommt mal wieder runter. Wagt auf jeden Fall beim Zusehen alleine auch schon richtig hart rum. Ja, jetzt funktioniert's. Jetzt klappt's. Sehr gut. So, ich bin gespannt, was passiert. Ich meine, das Krasse ist, bei mir bist du unten zwischen. Keine Ahnung. Ey, der Loot fällt gerade neben mir runter. Ja, moin. Dauert ein bisschen, bis der runterkommt, weil ich so hoch oben war. Wie weit warst du denn eigentlich oben? Ja, Todesbarriere bin ich gestorben, Mann. Warst du über den Wolken? Ja, über den Wolken, über der Zone quasi.
weit über der Zone. Wie weit kann ich da drüber, ohne dass ich sterbe? 3-4 Sekunden auf jeden Fall. Ich steig mal aus, ich bin diesmal auch nicht so hoch gewesen. Du warst höher oben als ich glaube, das ist immer so zufällig. Das ist echt zufällig. Man aussteigt. So krass weit oben, ey, das bekommt, das müssen wir mit Gleiter Ready bei dir nochmal machen. Ja, auf jeden Fall. Ich mach mal. Das ist den Killen. Okay. Und dann kannst du es probieren. So Leute, wir haben Gleiter Redeploy gefunden, da ist ein Gegner, den holen wir uns jetzt einfach mal kurz, der macht Stress oder zum. Oh, der ist aufgestiegen auf einmal. Okay, da sind zwei hier, bin mir gerade unsicher. Er hat die Dings geworfen. Boom, hat Hit. Deine ist fast down. Der andere ist sind beide fast down. Nice. Der andere Kollege ist hier. Okay, oh, nice, Leute. Sauber. Die zwei sind auf jeden Fall down, perfekt. Ja, wir haben gleich Redeploy. Ich würde sagen, ich düse direkt mit meinem Baller hin und dann zeige ich euch das. Wir versuchen es nochmal. Vielleicht können wir wirklich von ganz oben dann runter jumpen. Baller, hallo. So Leute, rauf geht's, rein in den Glitch. So Leute, ich bin wieder ziemlich weit oben. Ich will nicht nochmal sterben. Ich steige jetzt aus. Geile fucking Scheiße, Mann. Digga, wie lange bleibe ich jetzt in der Luft, Leute? Wir gucken einfach mal. Es ist 1:30 bei der Zone auf der Uhr. Ey, hast du diesmal einen Grappler losgelassen? Ich habe einen Grappler losgelassen und habe mich rausgeboostet. Dann war ich ganz oben auf einmal. Ich bin mir sicher, es geht noch ein bisschen mehr bis zur Todesbarriere. Aber heilige Scheiße, Mann. Also das ist schon, ich glaube, Niveau von dem Bus, wo man normalerweise aussteigt. Ja, gut. Mindestens, ja. Ich bin da, ich glaube, ich bin jetzt echt 3-4 Minuten in der Luft. Mal gucken, Leute. Ich glaube auch. Aber erst viel später, dass dann in der letzten in der Endzone. Ui, das ist ja krank. Du bist nur so hoch oben, Hara. So Leute, 1:30 sind um, ich bin immer noch relativ weit oben und ja, die Zone ist nochmal hier, das heißt, wir können das nochmal machen. Oh, nice. Vielleicht gewinnen wir einfach die Runde mitten in der Luft. Kannst du dann gucken, ob du da noch vielleicht einen Baller? Ja. Ja, easy, man, easy, easy. Ich flieg schon mal ein bisschen über das Gebiet hin, aber es dauert halt noch ein bisschen, bis ich nach unten komme. Ich bin mir sicher, ich bin jetzt noch easy die 2 Minuten, was am Counter oben stehen in der Luft, also. Ja Leute, die nächsten 2 Minuten sind um. Ich fliege natürlich, man kennt ihn immer noch rum. So, ist hier noch ein Baller, da oben fährt einer rum. Unten steht glaube ich keiner mehr, ich fliege mal rüber. Ah. Oder? Ist hier einer? Nee, ich glaube hier ist keiner. Hier ist noch ein Baller oben, perfekt. So Leute, Zone ist schon ziemlich klein. Ich versuche es nochmal. So, haben da Lenkrad ein paar Gegner ab, die leider seinen Baller zerstört haben. Komm, lass mal einen oben. Nice. Okay, bitte. Ja, ich hab's direkt wieder. Nice. Let's go, Leute. Ganz nach oben. Auf geht's. Hab beide. Sehr geil. Sehr gut gemacht. 6 Gegner leben noch, Leute. Das heißt, es könnte was werden. Ich bin mega gespannt. So, ich hoffe, ich verkacke jetzt das Timing nicht mit dem Aussteigen. Ich bin jetzt schon über der Zone. Jetzt kann ich das natürlich schwer einschätzen. Aber ich gebe mein Bestes. LOL. Ich bin mitten im Staub drinnen quasi. Okay. Was sagst du, wann soll ich aussteigen? Wenn es weit oben ist. Ich hoffe, ich verkacke nicht, Leute. Ich habe Angst. Ich sehe halt gar nichts mehr. Okay, ich werde es machen in 4, 3, 2, 1. Let's go! Raus da, Glide Redeploy. Let's go! Ich bin so weit oben, okay. Vorhin war ich so lange oben. Ich glaube 4 Minuten, 4 bis 5 Minuten. Ey, bei mir bist du außerhalb von der Zone. Ja, ich bin. Unter mir ist der Staub, Mann. Ich bin wirklich so scheiße weit oben. Okay, mal gucken, wie weit ich komme. 6 Gegner noch, Leute. Ja. Das ist krank. Puh, vielleicht kannst du meinen Baller nehmen, du müsstest runtergefallen sein. Stimmt, ich kann es ja nochmal probieren. Falls du den Baller siehst. Ja. Du müsst bedenken, Leute, okay, der Bär, ich seh ihn, sieht gar nicht so weit weg aus, aber das ist einer der höchsten, den es überhaupt gibt. Also, und ihr seht, die Zone ist einfach unter mir, das, der Nebel da. Also, das Krasse ist halt direkt wieder drinnen, ey. Was, der Baller? Ja, das Luftschiff. Achso, das Luftschiff, ja, Mann. Also, du kannst es jetzt noch machen, du hast noch ein bisschen Zeit. Hast du den Baller gefunden? Ja, habe ich. Nice, komm. Digga, das wär's zu krank. Ich muss aber eins weiter nach vorne. Ja. Er will ihn abballern. Ich gehe nach oben. Okay. Auf geht's. Nice, nice, nice. So, ich bin auf jeden Fall bestimmt 15 Sekunden nach oben geflogen, während der Rauch schon da war. Nein, er will ihn zerballern. Nein, bitte nicht. Ich sehe dich, wie du nach oben kommst. Ich bin jetzt über dir. Okay, warte noch. Warte, wie weit kann ich da noch hoch? Ich hör fast nichts. Ein paar Sekunden, 5, 6, 7 Sekunden, irgendwie so. Okay. Alles easy. Und dann nach vorne boosten und dann aussteigen. Und ich bin jetzt auch. Oh, du bist da ganz oben! Wir können so gewinnen. 6 Gegner noch. Holy shit!
Es ist abnormal. Es ist einfach abnormal. Stell dir vor, die Zone endet jetzt da unten irgendwo. Noch dazu, Leute, in 4 Sekunden, 3, 2, 1, endet diese Turbinen-Scheiße da bei der Drohne. Das heißt, ja, es kommt keiner mehr hoch. Und es, die Zone endet dort. Das ist sehr nice. Es kommt keiner mehr nach oben. Und es ist ganz unten. Das heißt, ich bin auch noch ein bisschen länger safe. Sehr nice. Also, und du bist, Digga, eigentlich, ich glaube, du kannst sogar gewinnen. Guck! Oh, Digga, du bist so weit über mir noch. Ich hätte, glaube ich, noch ein bisschen weiter rumkommen können, aber ich wollte nichts riskieren. Oh Mann, da haben zwei Gegner sogar einen Baller, die campen da richtig hart. Oh Gott. So, ich bin aber immer noch, Leute, über maximaler Bauhöhe. Das ist echt abnormal. So, ich sehe hier Gegner, dann die mit dem Baller, die gehen gerade da runter, beziehungsweise da. Mhm. So, 12 Sekunden wird die Zone kleiner, sehr nice, die bekommen jetzt dann alle Stress. Keiner wird auf mich gucken. Also, ja, wer guckt bitte da hoch? So kann man auf jeden Fall... Wo ist da so ein Black Drop gespawnt? Der ist unter uns gespawnt. Stimmt, da vorne. Ich könnte da hingehen. So, okay, die Gegner bekommen jetzt alle Stress. Oh Gott. So, ja, jetzt ist maximal Bauhöhe bei mir erreicht. Okay. Ich habe aber noch ein bisschen. Die haben so Stress vor mir. So, und du, Leute, guck dich das an. Haubner gewinnt einfach. Ganz safe. Ja, ey, aber es ist unglaublich, wie hoch man da einfach kommt. Ja, Mann. Vier Gegner nur mehr. Ja. Okay, der da vorne bekommt Stress. Den werde ich jetzt ein bisschen abballern. Keine Ahnung, wo die anderen sind. Unter mir, glaube ich. Na, da laufen welche. Ja, die haben so viele Leben. Ja, genau, auf die schieße ich. Der eine platziert Jumphead. Das ist weak. Er kommt. Aber er nee, kommt nicht hoch. Nice. Wo ist der andere? Da unten. Okay. Ich habe zum Glück einige Mets gesammelt. Ich guck mal nach oben, du bist immer noch so hoch oben. Ja, so ich komme jetzt dann gleich runter. Ja. Also. Okay, da unten sehe ich noch ein paar. Oh, der hat so Lasershots platziert. Ich habe keine Muni mehr. Boom, er ist genockt. Nice one, let's go, der war ganz, ganz wichtig gerade. Hat nochmal Hit. Nice, nice, nice. Okay, wie du da oben bist. Ist da auch der letzte, oder was? Ja. Hat nochmal krank Hit. Nice. Easy gewonnen, Leute. Ich würde sagen, ihr habt den geilen Trick gesehen. Das war mega geil. Wir wollen euch jetzt aber noch eine Sache zeigen. Wir gehen jetzt nochmal kurz in den Kreativmodus und zeigen euch nochmal einen richtig fetten Boost, Leute. Aber Win ist schon mal da und das hat so perfekt geil funktioniert. Also Hammer. Also wir sehen uns gleich im Kreativmodus. So, Leute, wir sind im Kreativmodus. Geht natürlich ganz normal im normalen Game auch. Ihr braucht einen Teammate, der steht hinter einer Tür. Warte, dann habt ihr hier eine Tür platziert. Ich mach's mal in die andere Richtung auf. Genau. So, jetzt muss ich mich einfach an den Teammate rangrabbeln. Und dann drücke ich mich dagegen und jetzt muss Hauptner, glaube ich, nur riften und ich fliege weg! Du hast mal instant meine Insel verlassen? Digga, wo bin ich jetzt? Bin ich auf einer anderen? Nee, du bist bei mir hier ganz am Rand von der Insel stehst du. Okay, Digga, das war mal... Okay, Leute, vielleicht solltet ihr das wirklich im normalen Spiel probieren, weil... Ja, ich war innerhalb von 0,5 Sekunden am Ende der Map. Heilige Scheiße, also wenn ihr einen Rift findet und ein Teammate habt und einen Baller, macht das, ihr könnt über die ganze Map fliegen. Am besten nehmt ihr noch gleich die Redeploy mit. Ja. Ach, das war krank. Ja, Leute, wir hoffen, euch hat es mal wieder gefallen. Lasst gerne ein Like da. Bis morgen und ciao. Ciao.